Er ist ein Duft, mit dem man sich auseinandersetzen kann, und zwar länger wie 10 Sekunden. Ein Duft mit ganz vielen Facetten. Blumig, fruchtig, zitrisch, hölzern, balsamisch, udig. In eine Stimmung der Neugier, wenn ich auch raus will, wenn ich so ein bisschen vielleicht auch nachdenken will, nur inspiriert werden möchte. Hallo, ein schönes Willkommen zu Richards Herznoten. Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Toll, dass ihr dabei seid und dass wir unseren Duftenthusiasmus gemeinsam ausleben können. Heute geht es um einen für mich Rosen-Oud-Duft, also einen blumig-holzigen Duft, und zwar vom Parfum de Marly, Acasta. Ich finde, von dem Duft höre ich eigentlich viel zu wenig. Vielleicht höre ich auch nur nicht genau hin, ja? Also für mich ist dieser Duft einfach nicht so präsent. Das kann natürlich nur an mir liegen, aber vielleicht inspiriere ich euch ja auch damit, euch mal mit diesem Duft zu beschäftigen, oder wenn ihr ihn kennt, euch nochmal mit dem Duft zu beschäftigen. Im Gegensatz zu vielen Parfum de Marly Düften, die immer so ein bisschen an der Schwelle sind zwischen Nischen-Parfüm-Eindruck und Design-Duft-Parfüm, ist der Duft meiner Ansicht nach ein bisschen mehr in die Richtung Nischenparfüm gehend, einfach weil er spannend ist, weil er interessant ist von der Duft-DNA, von der Art, wie er ausstrahlt, von dem, was er präsentiert. Er ist ein Duft, mit dem man sich auseinandersetzen kann, und zwar länger wie 10 Sekunden. Was ist drin im Acasta? Bereits die Kopfnote ist blumig, würzig, fruchtig. Und zwar ist da drin Rosengeranie, Pfeffer, Zypresse und Zitrone. Und diese Kopfnote, die spürt man auch beim Duft, obwohl ich sagen muss, man hat so diesen, zwischen diesem würzigen, fruchtigen, blumigen, hat man für mich eher diesen fruchtigen Aspekt, der da vor allen Dingen meiner Ansicht nach herauskommt. Dann die Herznote wird bestimmt durch zwei Rosen, zumindest angegeben. Von den anderen Duftstoffen, die nicht angegeben sind, wollen wir jetzt hier nicht sprechen, weil wir die nicht kennen, weil wir die nur erahnen können. Das bringt uns aber nicht weiter. Und zwar die Herznote ist sehr blumenlastig, rosenlastig. Die bulgarische Rose und die Taiv-Rose. Und dieses Rosenlastige merkt man, es ist eine sehr breite Rose, vielleicht in Verbindung mit der Kopfnote, auch schön würzig, sehr angenehm, nicht zu stechend. Man kann schon fast sagen, dass es ins leicht Saftige hineingeht. Dann Oud, laotisches Oud, Guajakholz, Kardamom und Moschus. Und auch das Kardamom hat ja dieses blumig-fruchtige, leicht scharfige, zitronenartige gleich drin. Dann das Holzige mit dem Oud und dem Guajakholz. Und mit dem Guajakholz, ich kann das nicht aussprechen, ich bemühe mich immer, dass ich mich damit kundig mache. Aber dieses Holz ist auch gar nicht so uninteressant, denn es vereint auch wieder hier sehr viele Aspekte. Erdig, süß, rauchig, dann ein bisschen blumig, in jedem Fall aber so balsamisch. Ganz interessante Zutat. Insgesamt also ein Duft, der holzartig daherkommt, fruchtig daherkommt, blumig daherkommt, leicht sogar zittrisch und vor allen Dingen rosig. Und dieses Udige, vielleicht auch durch das Kardamom unterstützt, durch das Guajakholz, vielleicht auch durch dieses Zypressenhafte, jedenfalls, ich finde, dass man schon den Eindruck hat, ob das synthetisches oder natürliches Oud ist, weiß ich natürlich nicht. Aber man hat schon den Eindruck, dass man dieses Oud schön aufnimmt. Also es ist daher ein Rosen-Oud-Duft, vielleicht aber auch etwas mehr. Es ist ein Duft mit ganz vielen Facetten. Blumig, fruchtig, zitrisch, hölzern, balsamisch, udig. Und das ist das Spannende an dem Duft.
Der Duft ist meiner Ansicht nach eher was für Männer. Bei Frauen ist es mit Oud-artigen oder Düften, die Oud enthalten oder Düfte, bei denen man glauben könnte, dass sie oudhafte Akkorde ausstrahlen, immer so ein bisschen schwierig. Es kommt eben auf die Frau an. Der Duft ist, und das ist das Schöne, in jedem Fall sehr komplex. Und aufgrund dieser Komplexität strahlt der Duft eben mehr aus als eine Rose, mehr aus als Oud, mehr aus als Holz, mehr aus als etwas Blumiges, mehr aus als etwas Hölzern, Fruchtiges. Es ist diese Gesamtheit, die etwas Spannendes ausstrahlt. Und gerade dieses Spannende macht es aber auch etwas schwieriger, einen bestimmten Platz dafür zuzuweisen, nenne ich es mal so. Also fürs Büro könnte ich mir den vorstellen, wenn man sehr vorsichtig sprüht. Kommt darauf an, ob man eher alleine ist, mit Kunden, wie auch immer. Für Sport natürlich jetzt eher nicht, weil er ist dafür zu schwer. Aber wenn man irgendwo viel zum Abendessen ist, mit Freunden, irgendwo in einer Veranstaltung ist und in einer Gruppe, kann ich mir den vorstellen, wenn man ihn dezent einsetzt. Wenn man alleine ist, dann kann man schön viel sprühen. Der Duft verführt einen schon in so eine gewisse Schwere. Wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt natürlich viele Definitionen, was ist ein orientalischer Duft, also würzig, schwer, warm, auch hölzern, balsamisch, dann würde ich schon sagen, dass der Akaster in diese orientalische Richtung geht. Obwohl mir das immer so zu banal ist, so einer Definition zu folgen. Auch bei den Gewürzen. Sind es dann eher exotische Gewürze oder eher nicht? Aber ich würde schon sagen, dass der Akaster schon eine Welt ist, wie wir sie uns vorstellen, wenn wir an den Orient denken, als etwas Exotisches vielleicht, in warmen Gefilden, mit für uns auch teils unbekannten, vielleicht auch mannigfaltigen Geruchseindrücken, das kann alles schon sein. Also ich trage den Akaster sehr gerne, dann, wenn ich mich in einer Stimmung befinde, in der ich so ein bisschen lebhaft bin und lebhaft sein möchte. In eine Stimmung der Neugier, wenn ich auch raus will, wenn ich so ein bisschen vielleicht auch nachdenken will, nur inspiriert werden möchte, wenn ich mich also nicht so sehr zurückziehe und meine Ruhe haben will, sondern wenn ich auf Entdeckungsreise bin, wenn ich spontan sein möchte, wenn ich belebt sein will. Dann ist der Akaster für mich eine schöne Möglichkeit, denn gleichzeitig zu dieser leichten Abenteuerlust, wenn man es denn so nennen möchte, zu diesem Motiviertsein, zu dieser Lebhaftigkeit, zu dieser Neugierde, kommt auch eben dieses Balsamische dazu, also dieses Warme, dieses Wohltuende, was einen schönen Ausgleich bietet. Also es gibt Sicherheit und gleichzeitig vermittelt es Neugierde auf was Neues. Eine schöne Kombination, wie ich finde, die Sicherheit, von der man aus starten kann, etwas Neues zu entdecken. Und das stellt für mich Akaster dar. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.